Kommen wir beim nächsten Boss-Video bei Scroll Trigger. Wir gehen von dem nächsten Boss. Machen wir noch die Dialoge. Okay, verstehe. Einen Moment nur, ja. Okay, da kommen die Zwillinge. Lion und Gran. Gran-Lion, glaube ich. Oder so heißt das Schwert am Ende. Im Englischen ist es Masamune. Masamune. Im Deutschen ein bisschen schlecht übersetzt. Betrachtet nach Grandelion, genau. Um uns Helden, um als Helden gefeiert zu werden, wie erbärmlich. Die Menschen sind alle gleich, nicht wahr? Sie verstehen nicht, dass es unzureichend ist, eine Kraft nur zu besitzen. Man muss damit auch umgehen können. Nicht einmal dieses grundlegende Prinzip begreifen sie und deswegen handeln sie unbesonnen. Was sollen wir tun, Bruder Herz? Das Übliche, wir stellen sie auf die Probe und wenn sie zu nichts saugen, dann wenigstens zu unserer Unterhaltung. Toll, dann kannst du losgehen. Hui hui. Also wir kämpfen jetzt gegen die zwei. Hallo? Wir müssen uns nur auf einen konzentrieren. Wir machen das. Den. Oh. Wenn einer tot ist, dann gehen wir in die nächste Phase. Alles gut. Wenn die durch sind. Machen die immer einen Counter-Attack? Nein. Nee, nicht nur. Ah, es kommt Fuß, verdammt. Das ist nicht so gut. Wahrscheinlich müsste man Magie benutzen. Kann ich mir vorstellen. Wir müssen heilen. Bringen sogar. Vita. Das weiter den. Kind an. Sind das Kinder? Ich weiß nicht. Er ist nicht mehr konfus, das ist ganz gut, weil Chrono macht bei uns am meisten Auto-Attack Damage. Also sie heilt auf alle Fälle das nächste Mal. Brauchen wir ein bisschen Heilung. Jetzt haben wir es geschafft. Aber das ist nicht der ganze Kampf, sondern jetzt kommt der eigentliche Kampf. Hey, Gran, die sind ziemlich stark. Oh, jetzt habe ich jetzt weg. Was sollen wir tun, Bruderherz? Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als Erz zu machen. Also gut, Schluss mit den Spielchen. Noch einmal gelingt euch das nicht. Grans Mut und Lines Verstand. Sind wir unbesiegbar. Okay. Wir machen als erstes Aura-Wirbel und heilen uns erstmal richtig. Abheilen. Bombardiert Gegner im Wirkungs... Ah, okay. So, er tut auf alle Fälle weh. Wir heilen mal. Ah, okay, das ist ein Counter-Attack. Das könnte jetzt richtig wehtun. Ich hoffe, wir überleben das. Okay, das, also wenn er so in diesem komischen, mit dem Mund auf sich das so sammelt, dann ist es eine Sammelattacke und dann countert er alles. Oh, ja. Die muss ich selber heilen. Und durch einen Heiltrank benutzen für Chrono. Ja.
Das die. Okay. Und jetzt ist mal back to health werden und dann sollte es eigentlich kein Problem mehr sein. So, jetzt dürfen wir nicht mehr angreifen und warten. Das die macht einfach Aura auf ihn. Combo. Angriff auf ihn, er macht Aura-Wirbel. Okay. Was ist gut, dass wir einen Heiler haben. Mal gucken, ob Feuer dann da Schaden macht. Aber wir müssen erstmal Aura-Wirbel machen. Ich glaube, jetzt sind wir im Flow. So, jetzt müssen wir warten, bis... Oh nein! War der schneller als wir? Passen. Können wir wieder markieren so lang. Die Arme. Ist die jetzt echt tot? Ey. Was ist? Habe ich keine Athen? Ah, ich nicht. Oh nein, ich habe falsch angeklickt. Er attackiert die immer noch nur noch. Okay? Ich muss mal. Oh, er bewegt sich weg. Er soll trotzdem mal Vita auf Luca machen und dann. Okay. Hier einen Gegenstand benutzen. Nee, ne? Will der gerade Energie?
Ah, jetzt erst. Er überlebt es. Das, wir machen es besser so. Heiltrank. Also ich brauche gleich einen Äther. Besser ist es. Wen? Warten, bis er die Attacke macht. Mal so, ich will mal kurz das da ausprobieren. Ob das. Ich habe das die ganze Zeit nicht ausprobiert. Es war eigentlich dämlich, dass ich das die ganze Zeit nicht ausprobiert habe. Oh. Ich hätte den Kampf so viel schneller machen können. Okay. So, wir haben verloren, hat aber Spaß gemacht. Glaubst du, dass uns wieder jemand zusammenfügen können? Wir werden unser Eigentümer finden. Klar, das klappt schon. Ah, die sind das Schwert wahrscheinlich. Ja, das war's. Das war eine der längsten Bosskämpfe. Dank mir, weil ich meine Attacken nicht ordentlich benutzt habe, sondern nur Autodex benutzt habe. Aber war ein interessanter Kampf mit den Zwillingen. Zum nächsten Mal.